Die Welt ist von einem Virus infiziert, in dem wir in den Medien rein gar nichts hören. Dem E-Virus. Energievampirismus raubt uns allen unsere Energie und jeder von uns hat in allen möglichen Lebensbereichen mit Vampiren, E-Vamps, zu tun. Die wenigsten sind sich dessen bewusst und noch weniger, wie sehr sie selbst unter diesem Virus leiden. Dieser Ratgeber gewährt einen genaueren Einblick in die Thematik und erklärt, wie man sich dagegen immunisieren kann. Ein Muss für jeden, der unter anderen Menschen leidet. Hallo und willkommen zum Kapitel 4. Immunität. Das Jahr 2020. Wir sollen zum Wohle unserer Mitmenschen die C-Regeln einhalten. Also 2021 gilt ja nur genauso. Ne? Und uns demnächst auch noch impfen lassen, ohne zu wissen, ob das überhaupt hilft. Der zur Verfügung gestellte Impfstoff soll in unsere DNA eingreifen. Und dann sind wir nicht nur Gehirn, sondern auch noch genetisch manipuliert. Tolle Idee. Warum sollen wir nicht zum Wohle unserer Mitmenschen keine Steuern mehr bezahlen, durch die Kriege finanziert werden und eine Wirtschaft aufrechterhalten, die zusammen weltweit über 100.000 Tote täglich durch Hunger und Kugeln produziert? Warum sollen wir nicht zum Wohle unserer Mitmenschen unsere Regierenden ignorieren, die dieses Geschäft tagtäglich ausüben, die uns täglich ins Gesicht lügen, um genau das tun zu können? Das ist ein Beispiel für Gedanken, die einem kommen, wenn man das Hauptmanipulationswerkzeug der E-Vamps nicht mehr konsumiert, die Mainstream-Medien. Es dauert nicht lange, bis man auf andere als die so vorgegebenen Gedanken trifft. Wenn man erst einmal angefangen hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Die Welt ist voll von Gedanken, über die man weder im Fernsehen noch in den Printmedien etwas findet. Bei weitem nicht alle helfen dabei, eigenständig denken zu lernen. Doch sich alle davon anzusehen, sie zu hinterfragen und sich zu erlauben, sich sein eigenes Bild zu machen, das hilft ganz immens dabei. Was auch sehr hilft, ist, sich mit nichts mehr außer sich selbst zu identifizieren, flexibel zu bleiben, geistig wie physisch und ein Hansdampf in allen Gassen zu sein. Das ermöglicht einem scheinbar verrückte Dinge zu tun, ohne darauf angewiesen zu sein, dass sie von anderen verstanden werden. Du bist, was du bist, in diesem Moment. Jeden Moment aufs Neue. Nicht, was du hast, denkst oder machst, sondern was du bist. Die Nicht-Identifikation hilft uns dabei, nicht in die Gruppenzwangfalle zu tappen, durch die wir immer wieder Dinge sagen, denken und tun, bloß weil die Leute um uns herum das tun. Auch das ist Gehorsam. So ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, von einer Gruppe ausgestoßen zu werden, zu der man dazugehören möchte. Der Schmerz, der einem bei einem solchen Ausstoß widerfährt, ist vergleichbar mit Verbrennungen dritten Grades. Ob das jetzt die Familie ist, der Verein, eine Firma, eine Partei oder eine andere Vereinigung jedweder Art, ist aber völlig egal. Dazugehören bedeutet, sich zu verhalten wie die anderen. Und sich zu verhalten wie die anderen bedeutet dazugehören. So erkennt man sich. Aber mit Eigenständigkeit und Selbstermächtigung hat das alles nicht das Geringste zu tun. Der einfachste Weg um solche Fallen herum ist daher tatsächlich, aus eigenen Stücken, aus allen Gruppierungen auszutreten und anzufangen, man selbst zu sein. Vor sich und der Welt zu sich selbst zu stehen, zu seiner Meinung, seinen Gedanken, seinem Erscheinungsbild. Es wird immer Menschen geben, denen man nicht gefällt, und es wird immer Menschen geben, denen man gefällt. Aber die Hauptsache ist,
dass man sich selbst gefällt. Mir selbst muss ich jeden Tag im Spiegel in die Augen sehen können und zu mir stehen. Alle anderen sind immer nur Weggefährten, mal da und dann wieder nicht. Aber ich bin immer da. Ich muss immer mit mir zurechtkommen können. Und wenn ich das ein wenig kultiviere und trainiere, dann kommt es tatsächlich über kurz oder lang zu dem Punkt, an dem ich jeden anderen in meinem Leben selbst ersetzen kann. Klingt scheiße, aber ist es nicht. Das heißt ja nicht, dass man die anderen da, dass sie nicht mehr da wären oder so. Jeden Tag aufs Neue herausfinden, was in mir steckt, und mich selbst in vollem Umfang erleben. Auf diese Weise kann ich einem E-Vamp den Boden entziehen, sich an mir festzusaugen. Entweder habe ich ihm die Lust genommen, sich weiter mit mir zu beschäftigen und ihn dazu bewogen, woanders hinzugehen, oder ich gehe einfach selbst woanders hin. In jedem Fall kann ich gut damit leben, für einen E-Vamp dann ein riesengroßes Arschloch zu sein. Wenn es Not tut, spiele ich das sogar so gut ich kann. Was nicht passieren darf, ist, dass ich mich selbst als solches Arschloch empfinde, weil ich schon wieder zugelassen habe, dass mir jemand Energie raubt und ich darunter leiden muss. Ein weiteres sehr nützliches Werkzeug sind meine Mittelfinger. Sie zu nutzen und richtig einzusetzen, zu lernen, hat mich ganze 30 Jahre gekostet. Doch sie sind der Garant für meinen Frieden mit mir selbst und der Welt um mich herum. Meine Mittelfinger sind mein Friedensfinger. Eine Abgrenzung wie ein Zaun, eine Einfriedung. Inzwischen kommen sie fast schon wie von selbst zum Einsatz. Sobald jemand im Begriff ist, diesen Fried zu überrennen, in mein Leben einzugreifen und ich mich damit unwohl fühle, sprich, ich das nicht möchte. Es ist nicht böse gemeint, wenn ich jemandem meine Mittelfinger zeige und damit signalisiere, danke für dein Angebot, in meinem Leben herumzutanzen, aber nein, danke, kein Interesse. Ich muss nicht alles haben wollen, was mir jemand schenken will. Vor allem nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass das mit komischen Bedingungen verbunden ist. Ich merke inzwischen sehr schnell, ob etwas von Herzen kommt oder mit Hintergedanken. Und mit Hintergedanken sind mir viele Sachen einfach zu teuer, um sie haben zu wollen. Vor allem, wenn diese Hintergedanken nicht gleich sofort deutlich ausgesprochen werden. Hintergedanken zu haben ist eine Sache, sie dann aber nicht auszusprechen, folgt dahin, dass ich irgendwie ein falsches Spiel spiele. Vielmehr gibt es zur Immunisierung gegen den E-Virus nicht zu sagen. Lebe dein Leben. Hör einfach auf, anderen gerecht werden zu wollen und fang an, deinem Bauchgefühl zu folgen. Das wird dich absolut ehrlich und untrüglich durch den Dschungel der Welt leiten. Dein Interesse zieht dich an die Orte und zu den Menschen, die dir gerade wohltun. Folge diesem Interesse. Es kommt direkt aus deinem Bauch. Es ist wie ein Flattern. Manche beschreiben es als Schmetterlinge im Bauch. Ebenso wirst du aus deiner Bauchgegend ein komisches, ungutes Gefühl empfangen, wenn du irgendwie in die falsche Richtung unterwegs bist. Dann halt inne und schau dich um. Auf irgendetwas um dich herum wird dein Bauch wieder mit Interesse reagieren. Und dann folge diesen Impulsen. Dein Verstand muss bei weitem nicht alles davon sofort verstehen. Er ist noch darauf geschult, Recht haben zu müssen. Fang an, ihn dafür zu nutzen, herauszufinden, warum dich etwas irgendwo hinzieht. Freunde dich mit deinem Verstand an. Er ist ein sehr wichtiges Werkzeug, das maßgeblich dein Leben bestimmt, das eben nur bisher nicht von dir, sondern von E-Vamps bedient wurde. Du bist die oder derjenige mit der Macht über diesen Verstand. Nimm sie dir einfach zurück. Man hat sie dir nie wegnehmen können, aber du hast sie abgegeben. Diesen Fehler kannst du allerdings jederzeit korrigieren. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, oder wenn ihr dem irgendwas abgewinnen könnt, seid ihr herzlich eingeladen, das Video zu teilen, liken, kommentieren,
eure eigenen Gedanken gerne darunter zu schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch den Frieden. Bis nächste Woche. Sehen wir uns im Kapitel 5 wieder. Tschüss.